D12. Bitte sag mir, dass du noch gut lebst. Zum Glück. Es war dunkel, ich war allein. Es fühlte sich an, als wäre ich wieder im Netz. Aber du hast mich gerettet. Danke, mein Freund. Ein so hoher Stromverbrauch war hart für meinen Prozessorkern. Der Flugzeug ist jetzt völlig zerstört. Wir müssen vorsichtig sein. Shit. Nicht gut. Das heißt, wir können uns nicht mehr wehren gegen die Zurks. Aber wenigstens haben wir noch Licht. Ist ein Auf und Ab der Gefühle, der Emotionen. Aufgespießte Zurks? Finde ich gut. Ist es Momo? Nee. Baladin. Ein Reisender aus der Kanalisation? Wir haben schon Ewigkeiten keinen mehr von euch gesehen. Bist du derjenige, der uns vorhin kontaktiert hat? Der kleine Außenwäldler? Baltasar, der Außenwäldler, hat dich schon erwartet. Er meditiert hoch oben im Dorf. Ein Dorf in der Kanalisation? Das Ameisendorf. Holy moly. Dieser Maschine, der Wissenschaftler, dem ich geholfen habe, hat so ein Gerät benutzt. Also was jetzt genau? Er war krank. Das war seine letzte Hoffnung. Er ist in die Maschine gegangen. Aber ich war nicht bei ihm. Er war allein. Was hatte er vor? Er lud sich selbst in den Computer hoch und dann war alles anders. Aber beim Hochladen ging etwas schief. Er saß für hunderte von Jahren fest. Bis eine kleine Katze auftauchte. War es? Es war? Ich war es. Ich war der Wissenschaftler. What? Ich war ein Mensch. Ich brauche einen Moment. B12 ist ein Wissenschaftler, ein Mensch, der sich ins Netz hochgeladen hat, in so eine Maschine. Aber das heißt ja, sein Körper muss wohl irgendwo noch sein. Oder nicht? Vielleicht erwartet uns das auch irgendwann mal in ferner Zukunft. Dass wir unsere Seele, unser Verstand, unser Gedächtnis ins Netz hochladen können, damit wir später wieder als Mensch weiterleben können in der fernen Zukunft. I don't know. Es tut mir leid, ich brauche einen Moment. Mir ist gerade nicht nach Leben zumute. Schade. Können wir uns also nur umsehen? Und das nächste Chaos stiften. Bisschen Farbe. Katastrophe! Oh no, sorry Leute!
Wollte ich doch nicht. Ist eigentlich schon. Es macht wieder Spaß, als Katze zu spielen. Schon ein bisschen fies. Schöne Musik. Okay, Erinnerung will er auch gerade nicht. Nächster Teppich. Boah, was für ein Riesenfernseher. Das heißt, leider kann ich jetzt mit den Leuten hier gar nicht sprechen. Schade. Aber ich kann zumindest alles kaputt machen. Habe ich noch alles vergessen? Ich muss Eltern und Freunde gehabt haben. Was ist mit ihnen allen passiert? Ich wollte die Stadt öffnen, aber es gibt... Aber gibt es überhaupt noch jemanden, den ich retten kann? Doch, mit Sicherheit. Irgendjemand gibt es bestimmt noch. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ist es Balthasar? Ich glaube fast. Was ist das? Hey, weißt du nicht, dass man seinen Nächsten nicht bei seiner Transzendenz Meditation stören sollte. Ach, du bist es. Du warst bei Momo, als sie vorhin den Anruf erhielten. Ich freue mich, dich endlich kennenzulernen, kleiner Außenweltler. Du kennst Momo und Doc, also bist du bereits mit uns Außenweltlern vertraut. Ich vermisse sie. Die Erinnerung an sie bringt mir Frieden. Momo ist in den Slums geblieben. Ich habe gehört, du hast geholfen, Doc zu finden und Clementine. Sie ist jetzt im Stadtzentrum. Wenn du immer noch die Außenwelt sehen willst, ist sie diejenige, die dich dorthin bringen kann. Scheinbar hatte sie einen Plan, wie sie die Stadt verlassen kann. Hier, für dich. Ich habe ihre Adresse auf die Rückseite dieses Bildes geschrieben. Bild von Clementine. Um das Stadtzentrum zu erreichen, klettere unser kleines Dorf hinauf. Das sollte für ein geschicktes Kerlchen wie dich ganz einfach sein. Wenn du es schaffst, die Außenwelt zu erreichen, bist du der Allererste. Ich würde dir viel Glück wünschen, aber das brauchst du nicht. Ich glaube an dich. Es tut mir leid, dass ich vorhin abgeschaltet habe. Ich bin ein Mensch. Wahrscheinlich der Letzte auf der Welt. Und jetzt seht ihr das an. Was von mir übrig geblieben ist. So vieles ist mir wieder eingefallen. Wie viel habe ich vergessen? Wenn wir Clementine finden, können wir vielleicht meine Erinnerung wiederherstellen. Und dich gleichzeitig nach Hause bringen. Wir können zurück nach unten gehen und die Gefährten befragen. Oder weiter ins Stadtzentrum gehen. Du solltest Clementine suchen. Ich hoffe, ihr ist nichts passiert. Klettere unser Dorf hinauf und finde deinen Weg ins Stadtzentrum. Meine alten Freunde, ich vermisse sie die ganze Zeit. Vergiss nicht die Adresse auf der Rückseite des Bildes.
Ja, kann ich jetzt nichts lesen, aber egal. Das ist ein Bild von Clementine Hundsbaldasar. Er hat uns gesagt, wir sollten sie finden. Sie gehört auch zu den Außenwäldlern. Auf der Rückseite der Bilder sind auch eine Reihe von Symbolen abgebildet. Süß. Okay. Bevor wir jetzt weiter nach oben gehen, möchte ich, wie erwähnt, eigentlich alle Leute ansprechen und ein bisschen plaudern und weiß was. Nächste Erinnerung merken. Diese Sprache. Die Robotergefährten haben sie von Grund auf neu erfunden. Wie beeindruckend. Ich erinnere mich, dass das passiert ist, als ich im Netzwerk war. Ich weiß nicht mehr genau wann, aber mit einem Mal wurde die gesamte Kommunikation auf diese Symbole umgestellt. Ich saß in einem Computer fest und war lange Zeit allein. Also übersetzte ich jedes Symbol und jedes Wort eins nach dem anderen, bis ich alles verstehen konnte. Jetzt, wo ich draußen bin und ihre Sprache kenne, bin ich ganz neugierig darauf zu hören, was sie alles zu sagen haben. Wir nähern uns immer mehr. Elektrozurks überall.